Hi, heute soll es darum gehen, wie sich der Prozess anfühlt, wenn man seine Community noch nicht gefunden hat oder gerade seine Community neu aufbaut, oder vielleicht gerade auch gar keine Menschen hat, die mit denen man sich verbunden fühlt und die einem Energie geben. Genau, und das ist ein Thema, was mich in den letzten paar Monaten sehr beschäftigt hat, wo ich viel drüber nachgedacht habe, was ich möchte, was ich brauche, was mir gut tut. Und dazu habe ich ein paar Gedanken aufgeschrieben und die wollte ich mit euch teilen. Auf der Suche nach einer Gemeinschaft oder nach Verbundenheit machen wir uns meistens auf eine transformative Reise, die uns nicht nur zu anderen fühlt, sondern auch meistens zu uns selber ein bisschen mehr. Da geht es einfach ein bisschen darum, dass wir erstmal erkennen müssen, was ist unsere innere Essenz, was wollen wir, was brauchen wir als Menschen. Von uns, aber auch von anderen. Aber diese Reise kann sich manchmal auch ganz schön allein anfühlen, beziehungsweise kann das auch ganz schön allein sein, weil man vielleicht eben noch nicht seine Leute gefunden hat oder sich gerade in dieser Zwischenphase befindet, wo man mit alten Freundschaften abgeschlossen hat, weil man sich woanders hin entwickelt hat, für sich selber Grenzen setzt. Und aber noch nicht die Leute gefunden hat, die einem diese Verbundenheit und Gemeinschaft geben, die man gerne hätte. Und ich glaube, da muss man sich erstmal bewusst machen oder akzeptieren, dass es ganz normal ist, sich allein zu fühlen und dass man sich da auch mal allein fühlen darf, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt das beste Gefühl ist, aber dass man sich da wenigstens nicht fertig macht, dass man vielleicht nicht so positive Gefühle in der Hinsicht hat. Und wenn man dann vielleicht noch versteht, dass diese Phase eine sehr wertvolle Phase ist, also eine sehr fruchtbare Phase, in der man irgendwie viel Selbstreflexion, Wachstum betreiben. Willst du auch mal Hallo sagen? Betreiben kann, sollte, dass man da irgendwie auf eine Reise der Selbstentdeckung gehen kann und wenn man es richtig nutzt, dass man da auch richtig viel rausnehmen kann. Ich glaube, dann kann es auch richtig gut werden. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, mit was ich angefangen habe zu reden. Ich hoffe, der Satz hat jetzt Sinn gemacht. Ich persönlich nutze oder habe auch genutzt diese Zeit erstmal, um mir zu erlauben, tiefer in meine Bedürfnisse einzutauchen, tiefer zu reflektieren, was sind meine Werte, was sind vielleicht auch meine Träume. Und ist manchmal, glaube ich, nicht ganz leicht, weil da trotzdem auch immer dazwischen diese Einsamkeit mit schwingt. Trotzdem, dass man denkt, hey, ich erkenne hier ganz viel über mich, ich wachse hier irgendwie, ich kann mehr meine Grenzen setzen, aber trotzdem wünsche ich mir halt eine Community, Verbundenheit, Gemeinschaft. Diese Balance zu finden, ist wahrscheinlich nicht immer ganz so leicht. Aber ich glaube, es lohnt sich da schon. Und ich glaube, was ich ja schon ein bisschen erwähnt habe, ist der Punkt, dass man in dieser Phase auch lernen kann, Grenzen zu setzen, also Nein zu Dingen zu sagen, die nicht gut für einen sind, wo man keine Energie reinstecken möchte, weil sie einem selber keine Energie geben oder Wachstum. Und auf der anderen Seite kann man auch lernen, sich selbst zu lieben,
ohne die Bestätigung von anderen, weil ich glaube, das ist auch immer nochmal ein ganz anderer Aspekt. Selbstliebe tatsächlich ganz ohne die Bestätigung von anderen, zum Beispiel von der besten Freundin, vom besten Freund zu betreiben und da seinen Wert zu sehen, weil wir ja auch von der Gesellschaft sehr davon gezeichnet sind, dass wir uns vielleicht nicht als so wertvoll sehen, wenn wir gerade sehr auf uns allein gestellt sind. Und dann ist es natürlich auch eine ganz tolle Phase, um uns den Raum zu geben, neue Interessen kennenzulernen, unserer Leidenschaft nachzugehen, aber auch unsere Ziele zu verfolgen, ohne irgendwie diese Bestätigung oder vielleicht auch einfach Einflüsse von außen. Indem wir uns dann auch von dieser äußeren Ablenkung sozusagen gewollt oder ungewollt abgelöst haben, können wir dann einfach mehr in diese, wie soll man sagen, in die Verbindung mit dem inneren Selbst gehen, mit dem, was man da vielleicht noch abarbeiten muss, vielleicht aber auch einfach, dass man mal wieder auf seine Stimme hört und nicht nur auf das Gesagte von anderen. Und ich meine, es ist ja eigentlich auch manchmal ganz toll, wenn man Zeit dafür hat, sich Zeit für sich selber und für seine Fürsorge zu nehmen, indem man zum Beispiel sich entspannt das macht, worauf man Lust hat, ohne irgendwie sollte man eigentlich eh nicht, aber ohne jemand sein zu müssen oder sich irgendwie Sorgen um andere Bedürfnisse zu machen, ganz ungefiltert sozusagen man selbst zu sein, was man ja eigentlich auch bei anderen sein sollte, aber ich glaube, in diesem Schritt kann man das schon mal mit sich selber üben, was vielleicht sogar manchmal gar nicht so einfach auch mit uns selber ist. Was mich selber diese Phase gelernt hat, ist, glaube ich, ganz viel Geduld und Selbstakzeptanz. Einfach, dass dieser Zustand gerade so ist und dass man auch irgendwie, dass das auch in Ordnung ist, dass man das auch für sein Wachstum braucht und dass man sich das auch geben darf. Und ich habe da versucht, einfach auch ganz liebevoll mit mir zu sein und mir wirklich das zu geben, was ich brauche, sei es einfach mal einen ganzen Abend zu lesen, vorm Fernseher was Leckeres zu essen oder in der Sonne mir irgendwie mich in die Sonne 2 Stunden zu legen, aber auch einfach, dass die Gefühle da sein durften, die da waren, dass ich reflektiert habe, dass ich verletzt sein darf, dass ich froh sein darf, dass vielleicht auch gerade niemand irgendwie da ist, dass ich keine Verpflichtung habe, also alles einfach da sein zu lassen. Und ich glaube, da ist es auch einfach nicht so einfach, Stichwort Geduld, zu akzeptieren, dass sowas einfach auch Zeit braucht, eine Gemeinschaft zu finden, Verbundenheit, eine Beziehung aufzubauen und dass man das vielleicht manchmal ein bisschen unterschätzt, wie viel Zeit und Geduld da einfach reinfließt, auch wenn wir schon sozusagen unsere richtigen Leute gefunden haben oder vielleicht denken, das könnten Leute sein, mit denen wir uns gut verstehen. Und dann wiederum müssen wir ja auch verschiedene Beziehungen und Gemeinschaften austesten, um sein wahrstes und glücklichstes Ich irgendwann zu sein, zu finden, unter Leuten und auch so alleine. Deswegen, wenn du dich gerade auch in dieser Zeit befindest oder
vielleicht gerade reinslidest, dann ist es, glaube ich, ganz wichtig zu erinnern, dass das eine ganz wertvolle Phase ist, dass sie auch sein darf, dass es viel auch mit Selbstentdeckung zu tun hat, mit Selbstwertschätzung und Selbstakzeptanz und dass man da wirklich sehr viel aus der Reflexion und dem Alleinsein schöpfen kann. Und wenn wir dann Vertrauen haben und auch offen für kleine Wunder, sage ich mal, sind und einfach auch uns Zeit geben, die richtigen Menschen zu treffen, dann passiert das auch irgendwann. Aber es kann natürlich auch sehr herausfordernd sein, weil wir sehen uns eben nach Zuwendung, nach Unterstützung, nach Gemeinschaft und manchmal ist es dann nicht so einfach, wenn wir das gerade nicht haben, weil wir meistens ja auch nicht gelernt haben, uns das selber zu geben. Das wiederum wäre dann ja eine coole Challenge, sage ich mal, zu versuchen, sich selber das zu geben. Also es war für mich auch, sage ich mal, eine Erleuchtung, dass man sich einfach viel mehr das geben sollte, was man sich von anderen Menschen wünscht, weil man selber hat das ja verdient und man selber kann das ja auch. Warum sollte man es da nicht tun, damit es einem gut geht? Und jetzt will ich nochmal darauf eingehen, was Gründe sein könnten, warum du deine Gemeinschaft noch nicht gefunden hast, warum du vielleicht auch Liebe und Freundschaft, für mich geht das so einher, bei den falschen Menschen suchst, bei der falschen Menschengruppe, im Sinne davon, dass sie vielleicht nicht zu dir passen und du nicht zu ihnen und du vielleicht einfach einen anderen Kreis haben könntest, der dich mehr erfüllt und der dir mehr Unterstützung geben könnte. Ein Punkt, warum dich deine Gemeinschaft oder Community, dein Freundeskreis nicht so erfüllt, wie er vielleicht sollte, ist, dass du eine Tendenz hast, dir immer die falschen Leute auszusuchen, weil du einfach ein verzerrtes Bild von dir selber hast, wie du zu sein hast, wie du vielleicht sogar bist, was du brauchst. Also bei mir ist es immer ein ganz großer Gegensatz sozusagen, dass ich mir nicht erlaube, mein spirituelles Selbst mit in Beziehung zu bringen und das auch nicht zeige, sondern eher, sage ich mal, meine draufgängerische Seite zeige, beziehungsweise meine weltlichere Seite zeige. Und wenn ich diese Seite nicht zeige, gleich auch beim Kennenlernen bei Menschen, dann ziehe ich ja auch ganz andere Menschen an und vermittle diesen Menschen auch was ganz anderes, als ich vielleicht eigentlich wollen würde, weil ich mich ja eigentlich ganz aufgehoben fühlen will. Und was ich vielleicht auch bräuchte. Der zweite Punkt geht da so ein bisschen mit rein. Das ist einfach, dass wir nicht bereit sind oder Angst davor haben, uns authentisch zu zeigen. Aus Angst, verletzt zu werden oder nicht gut genug zu sein, verstecken wir dann halt immer verschiedene Teile von uns, was ja uns nicht gut tut, weil wir ja ein ganzer Mensch sind und nicht nur Teile von einem Menschen und weil diese Anpassung uns wehtut, weil wir dadurch aber auch nicht unsere richtigen Menschen finden, weil eben niemand wirklich sehen kann, was oder wer du bist und dann sozusagen das Puzzlestück zu dir sein kann. Und da spielt halt auch wieder so rein, wo ich nicht ganz dahinter stehe, diese Redenswendung, dass man erst geliebt werden kann, wenn man sich selbst liebt, was ich nicht unterstreichen würde. Man kann auch so geliebt werden. Allerdings ist es einfach eine ganz andere Basis, wenn du dich selbst akzeptierst, respektierst, liebst, dann ziehst du ganz andere Menschen an und dann
akzeptierst du auch von anderen Menschen ganz anders, wie sie dich behandeln müssen, was für einen Respekt du einforderst von dieser Seite zum Beispiel. Dann gibt es auch noch diesen Irrglauben, dass man nur mit Menschen klarkommen würde oder nur Menschen haben will, die einem besonders ähnlich sind und gleiche Denkweisen und Interessen haben. Glaube ich auch nicht so ganz dran. Und ich glaube, das ist auch häufig das Problem, weil kein Mensch ist ja wie der andere. Klar sollte man irgendwie die gleichen Werte haben und so in Sachen Menschlichkeit, Respekt, die gleichen Ansätze haben. Aber ich glaube, es bereichert einen viel mehr, verschiedene Lebensstile, Menschen, Eigenschaften in seiner Community zu haben, weil man dann viel mehr von diesen Menschen lernen kann und man findet eigentlich, auch wenn man zum Beispiel nicht genauso ein Leben führen will, sehr viel, was man sich von diesen Menschen abgucken kann und was man bewundert und warum man mit diesen Menschen befreundet sein will. Und ich glaube auch nicht unbedingt, dass das viel mehr Streitpotenzial bringt, wie man vielleicht denken würde, sondern eher, dass man da viel mehr Inspiration hat. Also kann es vielleicht auch einfach sein, dass du denkst, oder dass du die Augen vor Leuten verschließt, die dir vielleicht etwas unähnlich sind, aber die sehr gut in deine Community passen würden. Genau, das waren jetzt so ein bisschen meine Gedanken zu diesem Thema. Ich glaube, es ist nochmal ganz wichtig zu sagen, wenn du dich in so einer Phase befindest, so eine Phase ist ganz normal, brauchen wir vielleicht auch, um uns selbst zu entwickeln. Es ist ganz normal, sich da einsam zu fühlen und vielleicht auch ein bisschen zu zweifeln und dass man das nicht gerne hätte. Aber man kann da ganz viel draus machen, wenn man sich Zeit für Selbstreflexion und Selbstfindung nimmt und das ernst nimmt und dann einfach viel mehr Selbstliebe praktiziert, als man es vielleicht davor gemacht hat. Und dann kommen auch die richtigen Menschen in dein Leben. Was ja nicht unbedingt heißt, dass es dann total einfach ist, diese Menschen in deinem Leben zu behalten, denn wir müssen für Beziehungen auch immer was tun. Wir müssen unser Herz für sie öffnen. Wir sollten uns Zeit für diese Person nehmen. Es kann aber halt auch einfach sein, dass du gerade dafür vielleicht nicht die Kapazitäten hast und deswegen in so einer Phase steckst. Ich glaube, bei mir war das sehr viel der Fall, dass das gerade nicht ansteht und es ist manchmal sehr traurig, weil man sich ja Verbundenheit und Gemeinschaft wünscht, aber das kommt auch wieder. Und dann viel besser als vorher, weil man die Arbeit mit sich selber gemacht hat und einfach ganz anders in die Welt rausgeht, mit einem offeneren Herzen in die Welt rausgeht. Genau, ich hoffe, das hat dir ein bisschen geholfen, dich besser zu fühlen oder dich besser zu verstehen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was eure Gedanken dazu sind. Ich bin schon sehr gespannt. Und dann wünsche ich euch, dir einen wunderschönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das guckt. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.